Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu Karnickel-Chroniken. Wir sind hier letztes Mal Folge vor diesen fünf. Folge. Oh ja, Sekunde. Hab ich irgendwas mit da? Hier habe ich eine freie Hand. Folge 5. Bam. Woo. Schaboinski. Wir sind jetzt letzte Mal in diesen Dungeon reingegangen und wurden von einem Bossfight überrascht. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir es diesmal besser machen. Das letzte Mal waren wir zum einen ein bisschen demotiviert und auch ein bisschen außer Atem nach dem Fight. Aber jetzt sind wir wieder in einer neuen Aufnahmesession mit neuer Kraft. Und voll motiviert und wir schaffen das jetzt total easy. Wir machen das jetzt einfach. Die Bossmusik strikes again. Und ich werde direkt angegriffen. Ich hab mich entschlossen, ich probiere diesmal eine andere Herangehensweise. Probier. Du stehst mir im Weg? Genau, das ist meine Herangehensweise. Ich probier's nämlich mal mit dem, was ich eigentlich machen sollte, nämlich Nahkampf. Okay, hat nicht funktioniert, ich bin tot. Ich glaube, ich bleibe bei Fernkampf, zumindest für die hier am Rand. Ja, die sollten wir erledigen erstmal. Boah, da kannst du aber hier zu dem Nahkampf gehen. Das Respawn dauert zu lange gerade. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt erst 3/4 meines Respawn-Balkens voll. Jetzt. Wow. Okay, Respekt, Spiel. Stirb bitte nicht, Benny. Yes! Ich bin am Anfang des Dungeons rausgekommen. Und zwar wirklich ganz am Anfang. Also da, wo man spawnt, sozusagen. Wenn man den erste Mal betritt. Ich kümmere mich mal um den Rest. Ja, mach das mal. Ich bin jetzt wahrscheinlich erstmal wieder 2-3 Minuten mit Laufen beschäftigt hier. Also da wurde in der Entwicklung ein bisschen geschlampt. Weil er hat auch keinen einzigen Savepoint aktiviert, den wir jetzt hier die ganze Zeit übergangen haben. So ein ähnliches Problem hatten wir ja letztes Mal auch schon. Aber da sind wir immerhin ein bisschen näher am Dungeon rausgekommen, als das jetzt der Fall war. So, also ich habe die Bogenschützen am Anfang erledigt. Okay, ich bin gleich da. Muss gerade den kompletten Weg wirklich wieder zurückgehen. Bin jetzt bei diesen Feuertreppen. Ja, das ist ja gar nicht mehr so weit. Nee. Aber es war halt echt unnötige Lauferei jetzt. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Click to enter battle, ja los. Ich klicke doch. So, ich bin's wieder da. Gut. Fahr unsere altbewährte Taktik, die nicht funktioniert und ich treffe nicht. Ja, das dachte ich mir schon. Ich bin tot. Versuch mal noch nicht reinzugehen, ne? Ja, okay, dann. Du wirst wahrscheinlich jetzt genauso spawnen wie ich, ne? Ich hoffe einfach mal nicht. Alter, die treffen aber auch übel. Boah, mein Arm tut jetzt schon weh. Warum muss das auch so weit weg sein, dieses Wiederbeleben? Links drehen? Doch, ich kann die treffen mit meiner Armbrust. Was, du bist jetzt schon wieder hier? Also er hat sich gerade vor allem meine Pfeile weggeduckt, das heißt, es muss treffbar sein. Ja gut, dass es treffbar ist, war schon klar. Na, mir nicht, weil... Also ich bin hier treffbar, merke ich gerade, aber... Alter, was haben die denn für ein Aim, Junge? Auch gleich wieder tot, wollte ich dir nochmal ganz kurz. Weiß, ja. Oh, leckt mich am Arsch. Scheiße, ich bin echt tot, weil er mich in den Kopf getroffen hat. Also ich hoffe, ich spawne nicht wieder ganz am Anfang, weil sonst könnte ich jetzt wieder, dann besteht die Folge für mich zu 90% aus Laufen.
Und mein Wiederbelebungsstein wandert gerade. Wandert der bei dir auch immer nach links, der Wiederbelebungsstein? Bisschen, ja. Okay, okay, wir müssen auf jeden Fall eine andere Taktik fahren. Das bringt nichts. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin diesmal auch nicht ganz am Anfang gespawnt, sondern bin schon wieder da. Warte mal, ich sterbe mal kurz und spawn mal neu. Jetzt treffen sie nicht mehr, ne? Critical. Ja, doch. Also von hier erreiche ich den mit der Armbrust nicht. Keine Chance. Ich auch nicht. Also wir müssen, glaube ich, wirklich einfach reingehen in den Fight. Ein bisschen näher rankommen. Also da, wo ich jetzt gestorben bin, habe ich den jetzt gerade noch nicht getriggert. Okay. Also wenn wir bis vor die Statue gehen, könnte das vielleicht klappen. Vielleicht treffen wir sie von da aus. Und wenn es nicht geht, gehen wir trotzdem einfach rein. Also ich gehe jetzt einfach rein. Ich verstecke mich da hinten in der Säule. Das hatte ich ja das letzte Mal schon gemacht. Und es hatte einigermaßen funktioniert. Leck mich! Also manchmal... Oh Mann, was ist denn jetzt los? Also ich fahre gerade die gleiche Taktik wie beim Bosskampf in Valheim neulich. Versteck mich so lange hinter einer Säule und weiche den Projektil... Aua! Okay, weiche den meisten Projektilen aus. Es ist echt Blödsinn, wie treffsicher die sind. Also das muss ich jetzt mal sagen, dass die derart genau Pfeile schießen können, das ist schon... Alter! Ja, vor allem die Dreierpfeile sind nervig. Ja. Also versuch's mal auch hier hinter einer Säule. Es funktioniert gerade einigermaßen gut. Okay. Man muss halt echt oft ausweichen. Also je weniger Gegner wir haben, desto einfacher wird's, weil dann nicht alle gleichzeitig auf dich schießen. Oh, Junge! Ich brauche die 5 Schuss Armbrust, Junge. Oh, ich habe mal was getroffen. Ich habe noch mal was getroffen. Ich sag's dir, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Kritisch. Nochmal. Okay, jetzt bin ich hier on fire. Jetzt können die Goblins mich mal kreuzweise gern haben. Critical, ich hab einen, oh mein Gott, ich hab einen getötet und ich muss was essen. Wo ist denn, ich hatte doch Käse. Wo ist denn mein Käse? Oh, was ist das für ein Käse? Ah, auf meiner Quick, oh, gib her. Geil. Das bringt ja aber gerade mal 9 Health, 13, na gut, das bringt's schon. Das GG, Gourmet-Gau da. Also es gibt's nicht, die treffen so derartig gut. Komm hinter eine Säule, Benny. Ich sag's dir. Trust me. Hab gleich wieder einen weg. Muss halt nur... Muss halt nur alle paar Schüsse nachladen. Das ist echt ein bisschen lästig. Oh, der war close. Bam! Ach, der war zu tief, ganz klar. Probier's jetzt auch mal mit Pfeil und Bogen. Da hab ich wenigstens diesen scheiß Hessel nicht. Und er kann nicht auf uns beide gleichzeitig schießen. Ich habe ihn jetzt auch mal getroffen. Der duckt der sich weg? Nice. Yes! Ich hab... What? Nice one! Ich hab so ein Camera! Was ist denn das? Oh. High five! Wie wir ewig brauchen, um die 2 komischen Typen dort oben zu erschießen. Oh, der killst du aus der Hölle raus. Oh boy, oh boy. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ich bin tot. Bitte nicht sterben. Ich bin tot. Fuck. Oh Gott, bitte nicht nochmal. Bitte hab irgendwie gespeichert. Ich denke schon doch. Oh Gott. Was ist? Nee, es geht schneller. Es könnte sein. Oh nein. Ich will ja nicht sagen, dass wir das jetzt nochmal machen dürfen, aber. Doch. Dürfen wir. Es sieht gerade ganz genauso aus. Okay, das muss ich sagen. Dann müssen wir es wieder versuchen. Hinter die Säule die Typen besiegen und auf gar keinen Fall den Boss triggern und den dann einfach mit einem Stealth-Kill ausschalten. Weil das hatte gut funktioniert. Das war gerade echt einer dieser What the fuck-Momente, wo man sich denkt, was war das denn? Anderthalb Folgen an diesen Fernkampf-Goblins gehangen und dann casually den Boss weggesnackt mit einem Stealth-Kill. Und dann in kleinen Wölfen gestorben. Ich würde mich schon mal darauf vorbereiten, dass da auch ein schwarzer Wolf mitkommt. Weil ich gehe einfach mal davon aus, dass es so ist. Und ich bin schon wieder fast tot. Was schlecht ist. Im Zweifel ich nicht, geh sterben. Und lad dich neu auf. Das ist nicht mein Anspruch, Benny. Tut mir leid. So funktioniert das gut, bei Matze nicht. Egal. Okay, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot, aber ich kann nicht in meine Deckung gehen. Okay, das ist schlecht. Es ist halt das Problem, wir dürfen echt nicht beide sterben, ne? Das ist quite obvious, aber stimmt, ja. Aber das ist halt wirklich auch kein Safe Point setzt, das triggert mich gerade ein bisschen. Hat sich weggeduckt. Na gut, aber jetzt haben wir ja zumindest eine Taktik. Ey, aber der Boss ist nicht mehr da. Deshalb kommen doch die Bossmusik nicht mehr. Stimmt. Dann können wir auch reingehen. Also wir dürfen nicht so weit vorgehen, dass wir die Wölfe nicht aufwecken. Die könnten wir vielleicht auch mit einem Stealth-Kill von hier hinten ausschalten. Ich habe die halt auch nicht gesehen vorhin. Ich auch nicht, nee, aber jetzt weiß ich ja, wo sie sind. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Der schießt hier um die Säule rum. Das ist triggernd. Aber der hat gesessen. Kannst du es dir vorstellen? Ich hab den Querbalken getroffen statt den Gegner. Literally den Querbalken. Accidentally nochmal. Sniper, würde ich sagen. Okay, einer ist weg. Einer unten ist weg. Den oben habe ich auch. Nee, der hat noch. Nee, doch nicht. Der hat noch ein kleines bisschen Resthealth. Headshot, voll ins Knie. Ach, den oben, den hast du schon. Ich hab daneben geschossen, by the way. I see. Zweimal. Dreimal. Okay, na, komm schon! Die sind fast tot, alle. Okay, aber ich bin tot. Bitte, bitte nicht sterben. Ich bin schon am Respawn. Es geht diesmal schneller. Ich glaube, die Respawn-Geschwindigkeit richtet sich nach... Boss. Was hast du? Der Anwesenheit eines Bossgegners. Aber wo ist hier ein Bossgegner anwesend? So, mal gucken, ob... Naja, weil er ist ja jetzt nicht mehr anwesend, deshalb geht's schneller. Ach so. Das meine ich damit. Dann können wir jetzt endlich mal looten. Das ist irgendwie, der Moment ist weit weniger episch, als ich erwartet habe. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir echt so oft gebraucht haben. Und jetzt, ach, hier liegt ja auch noch was. Mann. Immer her mit dem Scheiß. Aber jetzt ist es gerade, war das Spiel schon immer so ruhig? Also, kommt auch sonst keine Musik? Oh, guck, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hier oben, guck mal. Wir haben einen für uns erledigt. Mensch. Mittag? Lecker, oder?
Schieß nochmal runter. Nee. Das habe ich nicht gesehen. Das sieht gut aus. Ach, schön. Okay, pass mal auf. Ich hab irgendwas eingesammelt und ich glaube, das ist was du haben solltest. Weil du bist ja hier der Mr. Aufnehmende. Ja, gut. Deswegen. Gut, warte mal, was ich auch noch machen könnte, ist dir. Oh ja, sehr gern. Nehme ich. Wo ist es? Oder habe ich's schon? Nicht. Hab ich's schon? Lass mich mal mein Inventar checken. Ja, ich hab's schon. Dankeschön. Nee, hier, bei mir ist er. Was? Ach doch. Moment, aber das ist der gleiche wie der, den ich. Ich nehme erstmal. Danke. Und dann vergleiche ich mal. Was der taugt und was der andere taugt. So, der hat. Die ist 36 Damage und der macht. 25. Jo. Das war easy. Ja. Nehmen wir den mit 36, würde ich sagen. Was habe ich denn hier? So. Alter, der sieht ja nice aus. Fisch. Hast du ja auch den Totenkopf aufgesammelt, der hier lag? Ja. Okay, weil der ist, glaube ich, wichtig. Also das ist der Fisch riesig. Wichtiger Story-Gegenstand. Nee, ich habe nur einen normalen Totenkopf aufgesammelt. Den okay. Man kaufen kann. Warte, soll ich ihn dir geben, weil du bist ja hier so der Game Lead. Hast du ne? Nee, ich habe ihn nicht gedroppt. Jetzt. Da. So, warte. Ich renne nicht weg. Ornate Skull war das, oder? Ja. Gut, weil nee, ich glaube, das ist kein Quest-Item. Aber steht, could be valuable to the Keeper. Also. Ach, the Keeper? Okay, das ist, okay. Das ist ja unser Nasenbär vom Anfang. Wir müssen hier. Ja, ich wollte nur gucken, ob wir hier nicht irgendwas verpassen. Dann zieh mal den Hebel und lass mal Tor nach oben. Also, nicht das Tor, sondern den Gott Tor. Und ich bin gespannt, ob. Wow. Mein Bogen ist. Okay. Ich muss mal ganz kurz mein Inventar. Ich habe meinen Bogen auf die falsche Seite. So. Okay, so wird das nichts. Muss mich mal kurz zurückziehen. Manchmal die Sehne nicht zu greifen bekommen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das ist mir tatsächlich auch schon oft passiert. Oh, ich bin direkt reingelaufen. Yes, mal einen Nahkampf-Kill gemacht. Das passiert auch nicht alle Tage. Aber der war gut abgelenkt. Also, du hast ihn gut abgelenkt und ich habe ihn weggesnackt. So gefällt mir das. So, der nächste Tor. Hoch damit. Das, warte. Oh, damn. I failed so hard. And didn't even get so far. Oh. Oh, ah, shit, ich bin tot. Anstrengend, Mann. Wo kam denn diese. Ach, da sind Pfeil und Bogen. Tibi, okay, den habe ich nicht gesehen. Ja, und ich glaube, je weiter du von deinem letzten Speicherpunkt zurück bist, desto länger dauert das Respawn. Deswegen musste ich vorhin auch gefühlt 2 Minuten die. Oh, ein Fisch. Ach Mann! Also. Ich hab mich ja nicht mal gedreht oder so. Hör auf dich wegzuducken! Ey, der nervt? Schon so. Also irgendwie habe ich es immer noch nicht wirklich raus, wie ich den Bogen. Boah, hab ich dem gerade die Glatze rasiert, du. Benutze, to be honest. Das ist immer noch sehr, sehr unregelmäßig. Ich muss auch sagen, der Bogen ist echt tricky. Ich finde die Armbrust für einen Fernkampf tatsächlich die bessere Waffe, muss ich sagen. Okay, ich glaube, ich habe das Quest-Item gefunden. Was hast du denn gefunden?
Pet Collar. This used to belong to Truffles. Ah ja. Oder auch nicht. Und irgendein Journal Entry. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Wolf carcass on floor. Blood in my mouth. Did I eat it? I understand the goblins now. We share some affliction. Memory of old life shipping. Can barely hold a conscious thought. These are my final words. Can't remember how to leave. Shipwrecks. Guess I'm stranded. Makes me frustrated. Makes me weak. I pray for death to take me. Ich komme hier rein. But she has yet to call my name. Du kommst klar, ne? Ja, da oben ist noch einer. Da müssen wir uns müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir rausgehen, der hat mich nämlich gerade ziemlich hart getroffen. Siehst du das? Versteckt sich da ein kleines bisschen der Lümmel. Alter Treffer. Nee, ich glaube, ich werde hier in dem Spiel definitiv ein Armbrust-Guy. Also. Nee, ich muss aus Prinzip Bogen spielen. Okay, was haben wir denn hier eigentlich? 35% meiner maximalen Gesundheit. Nein, gib her die Birne. Sieht zwar ein bisschen eklig aus, aber ist gekauft. Du hast doch bestimmt noch... Habe ich sowas nicht eigentlich jetzt auch, sag mal? Habe ich das nicht gekauft oder wollte ich das? Dann du hier... Nee, ich habe sowas nicht. Ich wollte das offensichtlich. Ich habe es aber noch nicht gekauft. Wahrscheinlich hatte ich nicht genug Cash in der Tasche. Aber dann glaube ich dir schon mal deine... Das ist kein Problem, ja. Aber wir wollten ja eh 50-50 machen am Ende des Levels. Ja, ja. Passt schon. Ich würde gerne zurück zum Spiel, danke. I hit it already. Die sind halt auch so ultra, ultra klein. So. Ach, guck mal, hier kann man zurück. Ich weiß jetzt. Würde ich aber jetzt noch nicht machen. Nee, ich auch nicht. Oder ich weiß halt nicht, hier steht halt nur Travel. Wir haben ja auch eine Sackgasse. Ja, wir kommen ja auch nicht mehr weiter. Also, wir müssen jetzt komplett backtracken, aber. Ich bin dann eher dafür. Wir hatten noch irgendwas nicht erkundet. Ja, ja, aber ich bin eher dafür, dass wir jetzt hier da. Das. Nimm mal da hier deine Fussel aus meinem Gesicht, bitte. Dass wir jetzt hier erstmal auf Reise gehen, weil es steht ja nur Travel da. Es steht nicht da Travel Back. Also, das heißt, vielleicht kommen wir gar nicht zu Hause raus in unseren Dingens. Abstand, wir haben keine Masken auf. Ja, ich gehe ja schon. Hast dir recht. Ach, ich kann nicht springen, stimmt ja. Hier müsste jetzt irgendwie so ein. Cool festhalten könnte. Reached its infancy, Lady Death would soon detect something amiss. Soon she would recognize the signature of his magic. Soon she would realize what he had done. Nice. Yes. No. Ja, ich habe auch was getroffen. Nice. Nice. So, aber das sah jetzt schon aus wie ein Ausgang, mhm. Ne? I guess so, ja, auch weil der so ein bisschen geredet hat. Ah, und die other hand? Vielleicht hatte ich nicht recht. Aber sieht cool aus, muss ich ja mal sagen. Hat was, ja. Geh mal bitte ein bisschen weiter an den Bug, das ist kein anderthalber Meter hier. Hör auf mit deinen Corona-Pfeilen. Warte, 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 ich leck nur kurz an. Was stimmt mit dir nicht? Oh nice, was für ein geiles Cave. Cool. Gefällt mir. Wenn wir das in Walheim so bauen könnten, wäre das echt nice. Ich glaube, so unmöglich ist das gar nicht, wenn ich mir das hier so angucke, das Gebäude. Nee, ich meine, so die ganze Höhle finde ich nice. Oh, bitte sei freundlich. Ah, okay. Dann entschuldige den Pfeil. Flummery. You found me, Tom. I've been missing it for moons. What? Ist du gar nicht, dass Rainer Wink so mitmacht hier? Achso, reden. Nano, wir wissen es auch. I'm a Murkwraith. A talking turtle? Have I been mixing bugberry in me brew? Biscuits. Well, ich geh schon mal shoppen, ne, wenn du redest. Jojo. Was ist das denn? I'm not a turtle, but your hospitality is appreciated. Meine Güte. Oh,
Where is me manners? Here I am, receiving guests, and I completely lose me pillows. I'm 7, youngest in a litter of 5. Ah ja. Er heißt 7. Oh, Co. Oh, nee, warte mal. Es sah aus wie Kose. Naja. Danke. Also eigentlich hättest du zahlen müssen, aber... Brewer by leisure. Ist das? Lost me tub a while back. Not sure if I forgot to moor it. Was ist denn das? Ein Trinkhorn? Or the rabbits took it. Gib mir auch mal den Tooltip. Horn of Awakening, useful for waking up heavy sleepers. Nee, 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 die sollen schon weiter schlafen. Rabbits? Rabbits give you trouble? Aye, corpse. Murder rabbits. Armed with swords and spears and magic and stuff. Murder rabbits. Alles klar. Die würden mir auch Trouble geben. Sag ich, wie es ist. Oh mein fucking Gott. Gerade die Armbrust meines Lebens gekauft. Curses. How can I cross the water now? Oh. Oh. I have a pool fairy. But Truffles stole the crank. Who is Truffles? Nothing but the sweetest, gentlest dog you ever did saw. He ain't much of a guard dog, but his loyalty matches that of the mighty seahorse. Your dog stole the crank of your pool fairy? Yeah, nibbled the crank right off. So get it back. Not that easy. You see, Truffles likes it cozy. His house is tight and tidy and, well, I get dizzy in tight places and open places. I get dizzy in all places, generally speaking. Maybe I'll fetch it when I run out of Impa. Well, for sure when I run out of Impa. Whatever, I fetch the crank. Where do you keep your dog? Was heißt eigentlich crank? Weißt du das zufällig? Behind me shack. But wir werden's rausfinden. He's afraid of strangers. You'll have to lure him. Schönes Haus hast du. Or a tree or something. Don't mind me. A toy? Any suggestions? He's always eyeballing me lucky rabbit's foot. Here, drop this outside his house. Maybe he'll come out and play with it. Was hast du denn da geiles bekommen? Ein Fuß. Ja, okay. That's not a very well. This won't take long. Gut. Dann gucke ich auch mal, ob ich hier was kaufen kann. Käse. Dude, ne? Die Armbrust hier drin. Die ist einfach nur so insane. Was ist das denn? Ich habe ihm gerade Geld vom Fensterbrett geklaut. Ich habe mir jetzt gerade irgendein Puzzleteil gekauft. Keine Ahnung. Okay. Welche Armbrust denn? Oder hast du hier gar keine Armbrust? Warte, ich komme mal wieder rein. Hier liegt eine, hier direkt hier. Das Spin ist so eine Crossbow. 5 Schuss Armbrust mit 85 Damage. Die da, nice, genau. Die habe ich mir mal gegönnt. Die ist richtig geil. Oh, jetzt habe ich hier einen. Jetzt habe ich 2000 Münzen ausgegeben und das nur für einen Bogen, den ich jetzt wieder verkaufen kann. Dwarven's Kingblade. Das sieht ja auch geil aus. Aber ich habe keine Kohle mehr. Keine Kohle. Ich bin out of Gish. Keine Kohle. Kann man die verkaufen? Du kannst aus dem Inventar heraus verkaufen, indem du einfach was anfasst und auf den Sellbeutel ziehst. Ich sehe keinen Sellbeutel. Also wenn ich was in die Hand nehme, dann habe ich oben links so einen Beutel, wo ich verkaufen kann. Habe ich jetzt auch schon durchaus öfter mal genutzt. Ich habe mir auch Ach so, du darfst, du musst, ja, jetzt habe ich ihn auch. Was musst du? Der Ornate Skull, this could be valuable to a shopkeeper. Also den kann ich verkaufen. Ach so, okay. Nee, dann verkauf ihn ruhig.
Nee, du kannst ausgerüstete Sachen nicht verkaufen, das wollte ich sagen. Ach so, nee, das ergibt aber auch Sinn, ne? So, ich hab mir übrigens, falls du gerade guckst, auch das hier gekauft. Warte, ich guck gleich, ich verkaufe nur noch ein bisschen. Oh. So, ach, das können wir eigentlich auch noch mal. Ach, das geht nicht, okay. Apple-Krebs verkaufen wir auch. Ach Mensch, den können wir auch noch verkaufen. Potion of Fury. Geil, was ich so alles habe, Mensch. Gut, hier habe ich noch das. Kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Oder was ist das? Ja. Ich hatte auch die ganze Zeit einen Handschuh, der meine maximale Gesundheit um 30 erhöht dabei und habe mir aber nicht ausgerüstet, weil ich schlau bin. Das bist du offensichtlich, ja. Okay, aber so langsam komme ich ein bisschen in den Flow mit dem Spiel. Muss sagen, es gefällt mir richtig gut, nachdem ich den Bossfight an manchen Stellen jetzt ein bisschen awkward fand, bisweilen. Aber ich bin doch einigermaßen begeistert. Hier, guck, das Ding habe ich mir Gut, gekauft. warte, Das warte, gibt warte, ich dir. rüste schnell den Bogen aus und dann. Ja. So, was? Das Ding hier gibt dir permanent zwei Quickslots mehr. Was ich auch gar nicht so schlecht fand. Ich mir gekauft. Ja, würde ich auch empfehlen. Ich kaufe Also mir lohnt gleich noch sich mal ein auch. bisschen was zu essen. Wie viel Gold habe ich noch? 518. Zu essen habe ich Hast gerade noch du? genug. Wobei, kostet ja nicht viel, ne? Ich kaufe mir mal ein Brötchen und ein Käse. Ich habe mir auch mal das da gekauft, Was weil ist denn irgendwie muss das? ich das brauchen später. Weiß ich nicht. Old Tablet Piece. Ach so, dieses Puzzleteil. 240. Wenn du es. Will ich es auch haben? Ach, scheiß drauf, komm, was kostet die Welt? Nehmen wir mit. It's a battle chicken. Really? Oh. So, okay. Was machst du? Dann kaufe ich jetzt hier nochmal ein bisschen Nahrung und würde sagen. Wo bist du Was ist denn denn da das für ein Horn hinten? hier? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Es Achso, du kannst hieß. damit Dinge aufwecken, aber Genau. weiß ich nicht, ob es was bringt. Drinking. Kann ich den? Nee. Gut. Gut zu wissen. Ach, guck mal, das Bierchen hier ist wie so eine Town Portal. Du wirst fest in Ohnmacht und kommst wieder am Start raus oder so. Also zu Ah Hause. Interessant. Na gut, aber pass auf. Ich würde sagen, meine Uhr hat vorhin schon gebimmelt und wir haben zwar ein bisschen später angefangen, aber ich glaube, jetzt ungefähr müssten wir in der Zeit sein. Und ich glaube, das ist doch hier ein ganz guter Spot, um die Folge zu ich beenden. denke auch. Na, wir Sehr haben. kuschelig hier. Ja, oder? Also so schön hier auf so ein paar Ästen schlummern, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. So, setzen wir Finde ich uns hin. auch. Beeil dich mit Und der Abmord. ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wieder dabei seid bei Let's Play Carnage Chronicles und mal gucken, wo es uns hier dann weiter langführt. Ich bin schon sehr gespannt. Bis Wir dahin schauen habt eine mal. schöne Zeit und macht's gut. Tschüssi. Ah, jetzt muss ich auch aufstehen hier.